Hallo, ich bin Nico, ich befinde mich hier heute auf der Best 2014 und ich werde heute herausfinden, ob ein Job im Tourismus etwas für mich wäre. Trotz der vielen Herausforderungen, die die Tourismusbranche bietet, was macht es nach wie vor attraktiv, in diesem Bereich zu arbeiten? Ich bin der Meinung, dass es deswegen so attraktiv wird, weil jetzt ein großes Umdenken in den letzten 3 bis 5 Jahren stattgefunden hat. Auch von Hotelbetrieb zu Hotelbetrieb und von Besitzer zu Besitzer. Und die Mitarbeiterbenefits immer mehr im Vordergrund stehen. Spannend ist auf jeden Fall, dass man sowohl die Möglichkeit hat, eine Ausbildung im Tourismus zu machen, als auch als Quereinsteiger eventuell den passenden Job zu finden. Es ist wahnsinnig abwechslungsreich und das Schöne ist, man hat irrsinnige Aufstiegsmöglichkeiten. Also ich glaube, der Tourismus bietet eine Vielfalt, die andere Bereiche, andere Branchen nicht bieten. Ja, es ist jeden Tag was anderes, total abwechslungsreich. Man muss sich ja total auf die Leute einstellen. Was war Ihr persönlicher Grund, warum Sie die Tourismusbranche gewählt haben als Berufsfeld? Ich liebe die Abwechslung. Ich liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Ich möchte nie an einem Tag immer etwas Monotones machen, ein Leben lang. Und da ist die Gastronomie einfach Wahnsinn. Für mich war einfach, ich habe gerne mit Leuten zu tun, ich bin sehr kommunikativ. Es macht einfach riesen Spaß, einfach mit Kleinigkeiten einen Menschen zufriedenzustellen oder glücklich zu machen. Gerade beim Barkeepen, was mich so fasziniert, ist einfach, man mixt vielleicht 4, 5 Sachen zusammen, es kommt ein ganz anderer Drink dabei raus. Was für Fähigkeiten sollt ihr da mitbringen am besten? Es ist mit Sicherheit von Vorteil, wenn man vom Typ her eher extrovertiert ist, gerne mit Menschen zusammenarbeitet. Wenn die Begeisterung da ist, die Leidenschaft für diesen Beruf, dann kann man sozusagen sehr viel durch Eifer und durch Lernbereitschaft wettmachen. Und deswegen denke ich, dass wirklich jeder, der die Liebe zum Beruf im Tourismus in sich trägt, die Chance hat, Karriere zu machen im Tourismus. Offen für Situationen, die einfach passieren. Man darf nicht zu schüchtern sein und man muss eigentlich ein gutes Einfühlungsvermögen haben. Ehrliche Freundlichkeit. Alles andere kann man lernen. Auch wenn ich dem ganzen Anfang skeptisch gegenübergestanden bin, so muss man doch sagen, dass die Tourismusbranche nicht nur für ihre Besucher schön ist, sondern auch für diejenigen, die Erholung und Wellness erst möglich machen.